muss mal ganz kurz den Hund hier kaputt machen, nicht, dass der rauskommt. Die Hunde da unten. Da war nicht die Kanalisation. Hier sind wir falsch. Ja, abgesehen, dass ich hier auch noch festhänge. Droppen tut er auch nichts. Kanalisation, wo warst du? Aber schön, dich wieder zu sehen. Ja, Bloody, gleichfalls. Wie gesagt, hatten ja schon jetzt längere Zeit nicht miteinander... ja, das war da. Schon klar, wo ich bin. Nicht miteinander gesprochen oder gespielt. War ja jetzt auch gut 14 Tage krank. Da habe ich mich auch wirklich jetzt geschont für Bloodborne. Wo war denn diese Kack-Kanalisation? Oben? Bei den Hunden? Ich überlege gerade, wo die Kanalisation war. Von wo sind wir denn hier reingekommen? Von hier, ne? Das kann nicht sein. Oder? Kann es doch sein. So. Nein, da bin ich nämlich schon wieder an der Sache, wo ich... Wie bin ich denn zu diesem Haus gekommen, verdammt? Da nicht. Alter Schwede, ich hab den Weg verloren. Da sind die Moppels. Hier durch. Shortcut. Moppels? Schau mal am lachenden Freudenhaus. Ja gut, aber das ist ja komplett wieder die andere Ecke. Weil nicht... Da sind wir ja schon runtergejumpt, glaube ich. Das heißt, das müsste eigentlich... Weil sonst müssen wir uns ja komplett hier wieder durch diese Gasse hier möbeln. Alter, ich hätte mir den Weg irgendwie fotografieren sollen. War der nicht hier irgendwo? Nicht, dass die Kisten nachher wieder da sind, wo die, wo der Eingang war. Zu den Hunden über die kleine Brücke, oder? Zu den Hunden über die kleine Brücke. Reapy! Und auch derjenige davor, sorry. Wie gesagt, auch dem davor natürlich. Danke fürs Follow. Warte mal, ich mach mal eben hier die beiden Moped-Männer weg. So. Und hier sind wir auf der Brücke. Ah, ja, natürlich. Dich habe ich wieder vergessen. Ihr macht nicht lange. Genau. So, jetzt haben wir damit die Hunde umgangen. Das Problem ist... Nee, es gab noch so einen Kanalisationseingang. Da weiß ich aber nicht mehr, wo der ist. Das ist der andere Eingang. Nein, runter zu den Hunden. Die kleine Brücke unten bei den Hunden. War das echt dahinter? Ups. Hunde. Haus. Durchgehen, andere Seite raus. Ja, okay. Kleine Brücke bei den Hunden. Ich hoffe, du meinst jetzt diese Hunde, weil ansonsten ist das mit Chat schon wieder zu navigieren da nicht hier lang. So, hier war Brücke Richtung... Naja, aber das ist auch nicht das, was ich gerade meine.
glaube ich, dass es das ist, was ich meine. Wir hatten, wo ich runtergeplumpst bin, weil ich einfach die Kisten weggemacht habe. Das Ding meine ich. Nicht jetzt hier das komplette Ding. Weil hier war auch noch ein Hund. Weil da bin ich irgendwo, als ich irgendwas kaputt gemacht habe, runtergefallen. Und ich weiß nicht mehr, wo das war. Weil hier sind jetzt ja wieder die dicken Mopses. Die zwei Wölfe vom Boss rechts, ja. Der erste Boss, also da. Ja, da komme ich ja nie wieder lebend weg, ey. Wobei, ich meine, YOLO, wir können auch hier jetzt einfach mal gucken. Keine Ahnung, wenn wir schon mal hier sind. Mehr als sterben können wir nicht. Ja, und bis jetzt gefällt es mir richtig gut, Mongo. Die Frage ist, was bringt uns das hier? Wir werden es rausfinden. Ja, außer der Parry versauen. Ja, immerhin. Oh. Immerhin. Immerhin ein paar Blutsviolen. So, da war der, den hatten wir, glaube ich, als erstes gebackstabbt. Und dann könnten wir uns mal nach unten oben sehen. Ja, da war der. Gut, die droppen ja eigentlich auch. Die sind natürlich gut zu farmen, finde ich persönlich. Weil die wirklich Blutsviolen droppen anscheinend. Und die lassen sich gut killen. Wir wissen es ganz genau. Hallo. Ich bin so dumm. Ich dachte, ich kann einfach da hinten, rum und ach, anscheinend nicht. Oh Gott, ey. Das ist Monsterratten. So. Hier die Fässer. Slechts rechts an der Wand. Ja, da die hatten wir. Die hatte ich gesehen am Anfang. Die Frage ist, wo kommt man da hin? Ich dachte, das wäre. Das ist der gleiche Raum, oder? Es ist nicht der gleiche Raum. Also es ist schon der gleiche Raum. Aber nur bedingt. Kaltblutau. Oh, wahrscheinlich ist da gleich ein Loch. Ich sehe es kommen. Ich sehe es doch kommen. Ja, hier ist einfach nix. Gähnen bis nix. Doch da. Where the fuck am I? Ist der böse? Ich kann ihn nicht locken. Hallo? Bist du... Hallo? Wer? Was? Bist du lieb? Oh, ein Jäger, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier. Ein Begrüßungsgeschenk für den neuen Jäger. Okay, Zeichen eines starken Jägers. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ihr seid noch immer hier? Was ist los?
Ein Jäger, der sich von ein paar Bestien entmutigen lässt? Das macht nichts. Ohne Angst in unseren Herzen würde uns nur wenig von den Bestien unterscheiden. Was macht ihr denn noch hier? Ihr habt lange genug vor Angst gezittert. Ein Jäger muss jagen. Was macht ihr denn noch hier? Ja. Was? Ach so, neu erwachen, ohne Blutechos zu verlieren. Ah, cool. Ja gut, aber nicht jetzt. Und ich glaube, eine Geste war das, ne? Oder? Winken, Überzeugung, Freude, Jägerinspiration hinsetzen. Hunger loswerden. Ja, gut. Geste, immer gut. So, das heißt, wir könnten jetzt irgendwann tatsächlich auch zurückkehren zum Lager ohne... Das sieht aber sehr komisch aus. Unsere Blutechos zu verlieren, das ist immerhin schon mal was. Wie gesagt, lohnt sich jetzt bei den paar nicht. Die Frage ist, werde ich jetzt hier einfach in den Tod stürzen? Sinnlos. Wo fällt das hin? Es ist, ich liebe sowas. Mein Loot ist unten. Naja, irgendwas ist ja immer. Ach du Kacke, Mann. Gut. Müssen wir nur irgendwann mal hinkommen. Was mich zur nächsten Frage bringt. Wie komme ich hier jemals wieder weg? Das ist eine gute Frage. Ich kann gute Fragen fragen. Jetzt muss ich nur noch mal irgendwann diese Fragen auch beantworten, weil da waren wir, ne? Das ist der Jäger-Typ. Ja, da waren wir. Das war das Loch in der Wand. Hier komme ich auch nicht weiter. Verstehe ich. Dann haben wir hier eventuell noch was. Und ansonsten sind wir einmal rum. Springen. Springen. Ja, ich glaube, dass man diese Dinger aktiv benutzen muss. Aus dem Inventar. Nicht, dass die automatisch triggern. Könnte ich mir jetzt zumindest so vorstellen. Weil, wenn ich jetzt halt sterben würde, wäre halt ziemlich dumm, wenn die Dinger jetzt triggern würden. Aua. Weil jetzt zum Beispiel würde ich überhaupt nicht wollen, dass man hier meine 865 Blutechos, ne? Das wäre halt witzlos. So, und die nächste Frage ist, gibt es hier jetzt einen offiziellen Weg nach unten? Aber wir haben da hinten noch so einen Moped-Mann, sehe ich gerade. Den müssen wir erstmal weg, Moped-Mann. Naja, immerhin. Moped mal kaputt. Und zwei Blutdingers. Perfekt. So. Und hier hatten wir ja unsere Erkundung. Ich kriege so langsam einen glasigen Blick. Ach nee, das geht eigentlich. Wie gesagt, es ist halt nur die Konzentration. Die hat bei normalen Spielen, gehst halt ab und zu was trinken, gehst mal kacken oder so. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht. Hier waren wir und hier geht's
nach unten. Alter, wie viele Möpse hier sind. Ist ja unglaublich, wie viele hier sind. Und vor allen Dingen, man weiß halt gar nicht, was man hier pullt. Wer bist du denn, ey? Hässliche Kreatur Deluxe. Captain Bulletmann. Wo denn noch? Ah, die nehmen mich ins Kreuzfeuer. Das ist richtig scheiße. Komme ich jetzt hier weg? Verlieren die Aggro? Natürlich nicht. Ja, ja. Hallo. Da, du. Später looten. Erstmal wieder in die sichere Ecke. So, wo ist das Vieh hin und wie ist es hier hochgekommen? Das wäre die viel interessantere Frage. Wo ist das Vieh hin? Also besser gesagt, wo kommt es hoch? Auf damit. Kugeln vom Kugelmann. Warum auch nicht? Dann haben wir hier noch mehr Kugeln. Aber wenn uns eins nicht ausgeht, dann sind hier die Kugeln. Können parieren bis zum Morgengrauen. Achso, ich glaube, der ist abgestürzt und war dann tot. Aber die Frage ist, wie ist der so schnell hier hochgekommen? Ach, da vorne war eine Treppe, ne? Ich erinnere mich. Achso, da haben wir wieder diese Flattermöpse. Flattermops 1. Was hat denn Flattermops? Mopsgeschwader? Oh, der ist weg. Oh, sehr mobil sind die ja nicht. Snakes, auch dir, mein Lieber. Vielen Dank. Ah, danke. Hallo. Hier. Nee. Da? Wo? Ey, das ist ja hier ein riesiges Gebiet, diese Kanalisation. Natürlich. Komme ich hier hin? Na, wahrscheinlich springe ich jetzt und stürze ab. Ich sehe es kommen. Naja, da kommt man nicht hoch. Okay. Runter. Runter. Hoch. Mhm. Achso, Flattermöpse fressen irgendwas. Weg mit euch. Braucht man Loot. Loot. Ölurne. Ah ja, immerhin. Oh Gott, ey. Achso, hier ist der Weg zu Ende. Gut. Ach du Kacke. Ungut. So. Wenn ich da daneben springe, bin ich wahrscheinlich tot. Und wo komme ich hin? Ist die nächste Frage, wenn ich da runterspringe. Da? Aber komme ich da überhaupt hin?
Ja, es ist offen. Es ist... Ich glaube, das... Da ist die Kante mit Holz. Das ist doch die Kante, oder? Das kann man schlecht erkennen, ob das dieselbe Ebene ist. Nur wenn ich jetzt einmal runterspringe, komme ich da auch nie wieder hin zurück. Fragen über Fragen. Ja, hier könnte man sich auch runterhangeln. Sprung, Loot, Sprung, Fail. Ja, keine Ahnung. Das ist alles, das sind so Entscheidungen. Tiefer mag ich noch gar nicht zu treffen. Was haben wir denn da unten überhaupt? Das sieht ja einfach nur aus wie ein Lootbecken. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und wir könnten... Ah, wir kommen da. Doch, es geht. Klar, wir haben hier eine Treppe. Aber ich muss jetzt noch mal ganz kurz für kleine Slashes. Ich mute mich fix. Eine Minute Gold im Blitz pinkeln, ihr wisst Bescheid. Und dann gucken wir da mal runter. Ich hoffe, mich greift hier nichts an. Wenn nicht, habe ich Pech. Ich mute mich. BRB. Achso, ja, natürlich muss ich mich auch unmuten. Ja, natürlich kann ich die Leiter nehmen. Das werde ich jetzt auch machen, um das Gebiet darunter zu clearen. Allerdings liegt der Loot auf der Strebe dazwischen. Da komme ich nicht hin. Das heißt, ne, hier die Schräge, wo der Loot drauf liegt, ist dazwischen. Und das war die Frage, ob ich da hinspringen soll. Das war die Frage. Aber erstmal gucke ich mich hier unten um. Und clear mal den ganzen Kram. Weil ich halt nicht weiß, was hier unten noch ist, wenn ich daneben springe. Nicht, dass ich hier mit Low HP unten aufklatsche. Und dann sind hier noch 500 Mobs, so wie der da. Das wäre nicht so schön. Wahrscheinlich gleich plupp abgesoffen. Ich sehe es kommen. Ah ja, da liegen einfach mal Zombie-Leichen. Und nicht wenige davon. Ja, dann gucken wir doch erstmal, wo diese Leiter hinführt. Nach oben. Okay, da war ich. Ganz schön lang hier, dieser Weg. Wo bin ich denn jetzt? Mehr Vögel?
Mehr dicke Möpse. Mehr Loot. Wissen des Verrückten. Was? Schädel eines erleuchteten Verrückten bringt Einsicht. Ach so, na dann. So, Sackgasse. Also wirklich an der Stelle nochmal Fazit. Sehr, sehr geil. Das Level-Design ist wirklich brillant, wie ich finde, weil es halt wirklich so verwinkelt ist, dass man es echt nicht sofort blickt. Es gibt mehrere Wege. Hallo. Will ich da sein? Hilfe! Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Verdammter Kinder. Ihr wollt mich dazu bringen, die Tür zu öffnen? Oh Himmel, diese Verdorbenheit. Die Frage ist, bin ich schneller auf der Leiter und oben? Als er mir die Klötzchen in den Rücken wirft, das wäre später, glaube ich. Upsa. Wir bleiben mal hier bei dem Lootplan. So, da waren wir hier. Ob ich jetzt da runter will, weiß ich noch nicht. Wir gucken mal ganz kurz. Was ist das? Okay, wir haben Gegengift gefunden. Hier versteckte Wände. Was ist denn das für ein sinnloser Raum? Haben wir hier hinten eigentlich? Da war die Leiter, da hinten war Loot, aber den hatten wir mitgenommen, ne? Ne, hatten wir nicht. Nochmal zwei Blutsfiolen. Ja, klar, nehmen wir mit. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den Sprung hinkriegen. Schless ist der zweiten Waffe ganz nah. Ja, jetzt kommt der YOLO-Schwung. Da mussten wir einmal darum. Und dann gucken wir mal, ob wir den überleben. Oder wie viel Fallschaden es hier in diesem Spiel halt gibt. Oder nicht, oder doch. Da unten ist jetzt ja safe. Das heißt, mit ein bisschen Feingefühl... Blutsteinscherbe. Naja, immerhin Upgrades. Oh, kein Fallschaden. Perfekt. Ich glaube, ich will da nicht sein. Wir machen mal einen kleinen Test. Alter, wie viele Moped-Männer das sind. Ich hab doch gelitten. Wie viel Schaden habe ich jetzt eigentlich gemacht? 100? Alter, das waren aber viel Schaden.
über 280 oder so musste ich an denen machen. Also die halten ordentlich was aus. Was ist Bloodborne und seit wann gibt es das? Offiziell in Deutschland seit heute Daytona. Und es ist von den Machern von Dark Souls. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden ich an denen mache. Und kann ich mich hier irgendwohin zurückziehen, ist die nächste Frage. Werden die aggro? Beißen die? Ich glaube, wir fangen da hinten an. Na gut, das geht. Für die Größe hätte ich jetzt mehr Schaden erwartet. Aber die explodieren in Gift oder so. Da oben rechts ist ein Statuseffekt, irgendwas am Blinken. Putzfingerle. Die Leichen, ja, die waren ja wieder ganz woanders. Alter Vater, Mann. Kommen ja hier irgendwie von Höchstchen auf Stöckchen. Ah, super. Ja, irgendwas mit Gift machen die garantiert. Man trifft die auch so gut. Nicht. Na, ah, schon wieder, da ist irgendwas. Oder ist das Speichersymbol da oben rechts, was da gerade blinkt? Das ist mir vorhin nur nie aufgefallen. Keine Ahnung, kann beides sein. Ich kann nicht spielen mit Loot hier. Geh weg, Loot. Super. Na, jetzt habe ich zwei. Das macht die Sache nicht so schön. Kotzt euch aus! Danke für dein Follow, mein Lieber! Hörp van Dörp, wo kommst du denn her? Ich würde gern looten. Wo kommen die beiden denn her? Hallo? Warum seid ihr wieder da? Finde ich prinzipiell jetzt nicht so in Ordnung. Ganz und gar in Ordnung. Ach, da oben sind wieder Flattermopse. So. Was ist hier? Auch nix. Im PSN Store 59 Euro. Da war es tatsächlich am günstigsten, muss ich sagen. Deswegen habe ich es da halt geholt.
Haha. Lustig. Das nimmt doch hier kein gutes Ende. Also die sind eigentlich nur nervig. Weil... nervig. Okay, ich soll es nicht sagen. Na gut, ich habe den Giftstatus noch nicht gehabt. Keine Ahnung, ob der dann richtig zubumst. Na komm, mach mal was. Do something. Der lebt immer noch. Ne, ich wollte schon sagen, er lebt nicht noch. Hier, Kamera da. gefangen in seiner eigenen Grütze. So, Captain Mopedman auch Geschichte. Da oben haben wir noch zwei... Oh, Alter, was ist denn das da hinten? Ratten von außergewöhnlicher Größe. Gucken wir uns gleich an. Da liegt noch Loot oder so. Da ist nichts. Schön, dass man einfach immer daneben haut. Weil die Mobs halt wieder tiefer gelegt sind. Nutzfiole. Scherben. Nehmen wir mit. Läuft. Ja, wie gesagt, 59 Euro plus, wenn du es sogar mit PayPal auflädst und bezahlst, irgendwie kriegst du nochmal 10 Euro geschenkt. Also kannst du es mit Glück für 49 kriegen. Da kommt ihr. Natürlich. Kiesel. Eisen. Auch dir. Danke für dein Follow, mein Lieber. Ja, keine Ahnung. Was ist das? Riesenratten. Riesenmonster-Moped-Ratten. Natürlich. Später. Wo bin ich hier? Ey, so ein Shortcut, ein Leuchtfeuer, irgendwas wäre jetzt echt mal super, super, super. Also so richtig super, super. Supertastisch. Da will ich nicht sein. Ich weiß, wo ich bin. Das ist, glaube ich, der Shortcut hinter der Hütte, den wir noch nicht bedienen konnten. Bitte lass es dieser Shortcut sein. Ist es der? Ja, ich glaube, das ist er. Das heißt, da waren wir schon. Da kamen wir nicht weiter.
geradeaus drauf zu. Oder hier rum. Je nachdem, wie rum wir gehen wollen. Ist unsere Hütte. Da lang. Hier rum. Da rum. Hier rum. Hier rum. Larum. Löffelstiel. Mobs sind noch tot, hoffe ich. Ja, wunderbar. Das heißt, wir haben einen weiteren Shortcut geöffnet. Hurra! Dann war das Ganze ja doch nicht für die Katz. So, Level leveln. Irgendwas aufwerten. Schluss für heute. Jetzt gucken wir erstmal, was wir aufwerten. Gut, als erstes gehen wir reparieren. Mache ich immer als erstes. Da brauchen wir nicht reparieren, hier ist reparieren. Schwubbeli-wubbeli, Waffe, reparieren. Ja, bitte reparieren. Perfekt, dann haben wir schon mal Waffe repariert. Dann, gute Frau, lass uns doch mal ein gutes Gespräch führen. Nun gut, lasst mich näher kommen. Jetzt schließt die Augen. Das klingt irgendwie falsch. So. Was macht denn was? Physische Abwehr. Und... Ich sehe nicht, wie viel Schaden das macht, ne? Also zwei Level kann ich. Doch, da, da sehe ich den Angriff. 84. Ja, ne? Dann würde ich einmal sagen, packen wir mal 2 in Geschicklichkeit. Würde ich mal so sagen. Machen wir am Anfang. Einfach mal erstmal 2 in Geschicklichkeit. Ist ja jetzt noch nicht so teuer. Achso, okay. Das ist ein Bearbeite, Verwerfen. Ja, da hast du einfach mal recht. Wir können mal gucken, was die Dinger kosten. 500.000, also rund 2.000, ne? Und die Macht... Anzeigen, Status umschalten. In Besitz gelagert. Gegenstände. So, wie kann ich die denn vergleichen? Steuerung. Blättern, Hilfe, Steuerung, Status umschalten, Anzeigen, zurück, okay, wählen. Ich würde die halt gerne vergleichen wollen. Das muss ich ja sonst auswendig lernen. German Typhoon. Sei gegrüßt, wollte ich sagen. Alter, ich werde echt müde. Nein, danke für dein Follow, mein Lieber. Und auch Lord Gwitty. Ja, okay. Ich würde gerne wissen... Was sind denn hier die Blitzeffekt, Feuer, Arkan, Anzeigen? Ja, ich würde das gerne vergleichen. Das ist halt ein bisschen dumm, dass man das hier echt nicht vergleichen kann. Oder ich check's halt gerade nicht. Nee, da sehe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Das ist ein wenig uncool. So, jetzt muss ich schnell sein, dann kann ich es vielleicht in der Stream-Vorschau sehen, um es mit den Werten zu vergleichen. So, und zwar ganz schnell... Nein, das sehe ich nicht. Verdammt. Entfernen. Okay.
20, 30, 20, 30, 20. Hm. Physischer Abwehr 20. Da hatte das 50. Das andere hatte 110 hier, ne? Das hat 60. Befleckter Verband 30. 40. Okay. 20. 60. Also deutlich weniger. 30, 40. ...50, 110, 40, 30. Ah, die Rüstung ist halt fett. Ich überlege mir das. Ja, das mache ich jetzt nicht, dass ich es morgen bereue. Eventuell schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. An der Stelle, morgen 22 Uhr, also Freitag 22 Uhr, machen wir weiter. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Follow, vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr so zahlreich nach 2 Wochen Pause wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Morgen Richtung Cleric Beast oder den anderen Weg weitergehen. Keine Ahnung, hier gibt es ja noch anscheinend viele Wege. Wir sehen uns morgen um 22 Uhr. Ich sage, was sage ich denn? Winken. Winken klingt gut. Macht zum Abschied wie immer natürlich noch...